Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, weiter geht's mit Let's Play Shadow Hearts Covenant. Lenny hat letztes Mal seine Niederlage eingesehen müssen und ja, mal gucken, was da jetzt kommt. Ich war so nah dran, sie zu schlagen. Willst du noch mehr davon? Verdammt, wie spät ist es? Ich muss los. Da hast du aber Schwein gehabt. Wenn du meinst. Nächstes Mal bezahlst du mir dafür. Okay. Er haut mit seinen Krallensoldaten ab. Feigling. Nun ja, was will man machen? Kannst du machen nix. What an astonishing performance. Quite impressive, yes indeed. You there, who are you? It's an honor. My name is Thomas. I'm what you might call an explorer. An explorer? You're not with the secret society? With the what? Oh, oh, heavens no. Ah, but I do know a little something about what's going on between you and them. Have a look at this. That's Lenny. And he's got Roger. So, we're too late? Now, do you believe me when I say I'm not working with them? Why did you show me this? Well, my boy, I've also got a grudge to settle with Sapientis Gladio. Ich bin von einer gewissen Organisation angeheuert worden. Ich darf nicht sagen, wer ich bin, aber ich bin kein Feind. Glaubt mir, armer Sir Bacon, entführt. Ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Sieht so aus, als wüsstest du mehr darüber, was hier passiert ist. Naja, viel Informationen habe ich nicht, aber was ich weiß, ist besser als gar nichts, stimmt's? Mag sein. I remember when I first heard the rumors of Sapientis Gladio. Yes, it was just before the war began. At the same time, a series of bizarre murders happened all over Europe. All were performed in the style of a medieval execution. The victims were high-level government dignitaries from each European country. Rumors of a secret society spread through the land, and various intelligence agencies sprang into motion. The only clue, a sword and owl crest. As to who was behind these grisly murders, no one had any idea. Je mehr wir über diese Typen hören, desto geheimnisvoller klingt das alles. Eins ist aber sicher. Diese Sapientis Gladio-Typen planen irgendwas Großes, aber was bloß? Ich habe keine Idee. Und du bist einfach eine geheimnisvolle Person, die aus dem Nichts auftaucht und wie wir nach der Lösung sucht, wie? Ganz genau, ich will euch nur helfen. Schließlich seid ihr näher dran, den Boss ausfindig zu machen als alle anderen. Du meinst, du weißt auch nicht, wer ihr Boss ist? Ich habe ein paar Ideen, aber keine wirkliche Spur. Wir haben überhaupt keine Spur. Naja. Ich habe darauf gebaut, was von Roger zu erfahren, aber sie haben ihn auch gegriffen. Es gibt da eine Wahrsagerin namens Carla in Florenz, Italien. Sie hatte vor langer Zeit Verbindung zur Gesellschaft.
Italien? Warum besucht ihr sie nicht? Ich wette, sie wird gesprächig, wenn ihr meinen Namen erwähnt. Ich glaube, ich mag den Typen nicht. Aber wir haben keine andere Idee, wie Mr. Bacon zu retten ist. Gut, wir fahren dahin, nach Flora oder wie auch immer. Florenz! Das habe ich doch gesagt, Florenz. Ja. Tja, so viel zu dem Thema. Ja, dieser Ort ist ein bisschen anders strukturiert und die Melodie ist auch ein bisschen anders als sonst bei Shadow Hearts gewesen. Und hier hinten ist auch noch zu sehen, kann ich einmal kurz hingehen. Weil da ändert ja gleich die Perspektive. Hier ist das Nemeton-Kloster immer noch im Hintergrund. Wir erinnern uns, was hier damals passiert ist. Ja, und das ist auch der Schauort des Vorgängers von Shadow Hearts und Shadow Hearts Covenant und Shadow Hearts from the New World. Obwohl Shadow Hearts from the New World in meinen Augen leider nur ein kleiner Spin-off ist. Der es überhaupt nicht verdient, eigentlich als Shadow Hearts Teil angesehen zu werden. Ja, ist leider meine Meinung, aber ich muss diese auch mal kundtun. Ja, nach Florenz, Italien könnten wir jetzt gehen. Ich schau mal eben schnell was nach. So. Ja, ein paar Minuten habe ich noch, um was zu machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder ein Zelt opfern. Obwohl, ne, hier die beiden Sachen erstmal. Kraft auf Yuri schrauben. Und das Siegen des Lebens auch auf... Ja, auf die Golden Bat hat keinen Sinn, weil da werden die Werte nicht hochgesetzt. Da gebe ich sie lieber Yuri. So. Und wir gehen nochmal auf den Friedhof. Wir haben ja wieder einige Seelen bekommen. Um unsere... Welche Seele setze ich denn mal hoch? Ich denke mal, die Feuerseele werde ich hochsetzen. Oder Licht. Feuer oder Licht. Werde ich jetzt ganz spontan entscheiden. Obwohl, nee. Ich mache erstmal die Schattenseiten komplett. Und da ist ja nur noch Wasser übrig. Dann habe ich alle drei Seelen auf dieser Seite schon mal auf Level 3. Tja, wir laden unsere Seele auf. Wir laden die Seele auf. Und geben unser Bestes. Zack. Mal gucken, was jetzt kommt. Eine einzelne Träne läuft hinunter. Wir haben die Machae-Seele. Sehr schön. Somit haben wir jetzt erstmal alle Schattenelemente aufgepusht. Wir werden uns auch gleich diese Seele sofort mal anschauen. Auch wenn ich sie noch nicht alle im Kampf gezeigt habe. So, hier sehen wir die beiden unserer Standardnutzung. Jetzt kommen Amnis und Machae. Ja, sieht eher wie so ein Fischwesen aus. Aber glaubt mir, die hat's in sich. Jetzt werden wir erstmal Radius weiter aufladen, dass er auf Level 2 kommt. So, zack. Und jetzt können wir als nächstes dann uns um Malakia kümmern. Dass er dann erstmal auf Level 2 kommt. Gut, das ist auch schon mal getan. Insgesamt müsste man, wie gesagt, schon ungefähr 21.300 Seelen sammeln, um das Spiel, um alle Seelen hochzusetzen. Da ich da jetzt aber keine Zeit für habe, jetzt erstmal hier einen Schnitt mache. Ja, dieses Video ist wieder ein bisschen kürzer. Werde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Shadow Hearts Covenant, wenn wir Florenz betreten. Also bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.